Hallo Wimmer, sag mal, was ist denn los mit dir? Ich bin heute so gut drauf und du lässt den Kopf hängen. Geht's dir nicht gut? Ich glaub, ich muss mal schauen, was los ist. Au, au, aua. Was hast du denn? Ich möchte dir so gern helfen. Hast du Kopfschmerzen oder Halsweh? Oder tut dir der Bauch weh? Ach, Freddy, ich hab so Bauchweh. Ich halt's bald nicht mehr aus. Wenn du weißt, was dir fehlt, das ist ja schon mal gut. Dann kann ich dir helfen. Also, wie lange hast du denn schon Bauchweh? Gestern war ich noch richtig gesund. Und jetzt, wo ich aufgewacht bin, da ging's voll los. Und hast du schon gefrühstückt? Nein. Ich habe bis jetzt nur gejammert und Schmerzen gehabt. Na, dann ist es doch ganz einfach, was dir fehlt. Du hast einfach nur Hunger. Ach, stimmt. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Ich könnte jetzt wirklich was zu essen brauchen. Hast du einen Salat oder Radieschen dabei? Puh, da haben wir zwar jetzt echt ein Problem. Ich habe nichts dabei und du auch nichts. Was machen wir da bloß? Weißt du was? Jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht so schlimm krank bin, geht es mir schon viel besser. Ich glaube, bis der Kindergottesdienst vorbei ist, so lange halte ich es auch noch aus. Dann kriege ich so schnell ich kann in meinen Garten und esse so viel Salat, wie ich kann. Dann geht es mir wieder richtig gut. Das ist prima. Dann ist dein Bauchweh gleich vorbei. Aber so wie ich die Wilma kenne, frisst und frisst und frisst sie so lange, bis ihr Bauch total vollgefressen ist. Und dann geht es mit dem Bauchweh wieder von vorne los. Okay, okay, ich passe schon auf, dass ich rechtzeitig aufhöre. Freddy, du bist echt ein richtiger Arzt für mich. Danke. Naja, das war doch nur ein guter Rat. In der Bibel, da gibt es eine Geschichte von einem richtig guten Arzt. Die Geschichte muss ich hören. In Kapernaum gibt es einen Mann, der anderen sagt, was sie zu tun haben. Der Mann ist Hauptmann und der Chef vieler Soldaten. Wenn er seinen Soldaten sagt, heute geht ihr zum See und überprüft die Boote der Fischer, dann machen sie das. Wenn der Hauptmann sagt, sie sollen durch die Stadt marschieren und nachschauen, ob alles in Ordnung ist, dann marschieren sie los und schauen nach. Der Hauptmann kommt aus einem anderen Land, aber er hat schon Freunde gefunden in Kapernaum. Er ist freundlich und hilfsbereit. Der Hauptmann hat sogar geholfen, dass in Kapernaum ein Haus für Gottesdienste gebaut werden konnte. Eigentlich gehört der Hauptmann gar nicht so richtig zu den Leuten, die sich dort zum Gottesdienst treffen. Aber der Hauptmann weiß schon sehr viel über Gott und auch über Jesus, Gottes Sohn. Heute ist kein guter Tag für den Hauptmann. Er ist sehr traurig. Sein Diener ist krank, sehr krank. Seit Tagen hat der Diener das Haus nicht mehr verlassen. Er kann sich kaum noch bewegen. Heute geht es ihm besonders schlecht. Der Hauptmann macht sich große Sorgen. Er mag seinen Diener sehr, wenn er ihm nur helfen könnte. Die Freunde schauen beim Hauptmann vorbei. Der Hauptmann, Jesus ist in der Stadt. Für den Hauptmann ist das eine sehr gute Nachricht. Ich weiß, dass Jesus Kranke wieder heilen kann. Er kann auch meinen Diener wieder gesund machen. Ich vertraue, Jesus ist doch Gottes Sohn, ich vertraue ihm. Geht schnell zu Jesus und bittet ihn herzukommen und sich um meinen Diener zu kümmern. Und die zwei laufen auch sofort los. Jesus, komm zum Haus des Hauptmanns. Sein Diener ist schwer krank, sonst stirbt er. Der Hauptmann wartet. Er ist so aufgeregt. Und plötzlich sagt er, ich habe einen Fehler gemacht. Ich darf Jesus nicht zu mir einladen. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat noch nie etwas Böses getan, aber ich schon. Jesus bei mir zu Hause,
Nein, das geht nicht. Lauf Jesus entgegen, sagt Jesus, dass er nicht kommen soll. Jesus und ich in einem Haus, das geht nicht. Aber er kann meinen Diener doch auch aus einer Ferne gesund machen. Jesus kann doch einfach sagen, werde wieder gesund. Meine Soldaten tun ja auch, was ich ihnen sage. Ich vertraue Jesus. Ich glaube, Jesus kann meinen Diener wieder gesund machen. Auch wenn er gar nicht hier ist. Die Freunde laufen los. Jesus, du brauchst nicht mehr kommen. Der Herr Hauptmann sagt, du kannst seinen Diener auch aus der Ferne heilen. Wow, so ein Vertrauen habe ich noch nie erlebt. Also ihr Lieben, an der Geschichte, die wir jetzt gerade gespielt haben und die wir gelesen haben, ist ja so schön, dass der Diener und auch der Hauptmann Jesus gar nicht gesehen haben. Und trotzdem hat Jesus geholfen und in dem Fall hat er halt den Diener geheilt und alle waren glücklich. Und ich finde, also ich mag die Geschichte so gern, weil ich mir denke, manchmal spüre ich Jesus auch nicht und sehne nicht. Und dann weiß ich aber trotzdem, weil diese Geschichte auch so war, dass Jesus trotzdem hilft. Wo braucht denn ihr eigentlich so Hilfe von Jesus, wo ihr gemerkt habt, okay, der hilft, obwohl ich ihn nicht sehe? Also ich bei der letzten Schulaufgabe bei Mathe, ja, war ziemlich schön, da wollte ich halt unbedingt aus THG und das war halt die Note, die wo ich bräuchte, also eine gute Note, dass ich mit meinen Freunden gemeinsam halt aus THG komme. Und da habe ich halt vor der Matheprobe noch ganz arg gebetet und da habe ich halt auch so Angst gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich mir jetzt aber, wenn ich halt jetzt zu arg Angst habe, dann verscheiße ich. Und dann habe ich halt nochmal gebetet und dann bin ich halt irgendwie runtergefahren, hatte keine Angst mehr. Und dann hatte ich, eine gute Note. Ach schön. Welche Note? Das ist ganz eine 2. Eine 2, super. Ja. Und Juli, bei dir, wie ist denn das? Ich wünsche mir, dass Jesus den Mörder tötet. Warum willst du, dass der den Mörder tötet? Weil der hat die Ohren mit der Pute an mich reingebissen. Der hat die Ohren nämlich rausgeholt. Oh, von deinem neuen Hasen hat er ins Ohr reingebissen? Ja. Oh, das ist böse. Mhm. Das verstehe ich, dass du da um Schutz für deinen Hasen betest. Ha? Mhm. Verstehe ich total gut. Und du, Raffi? Also, am Anfang, wie wir mit Füller geschrieben haben, da war es noch nicht so cool, weil ich dachte, ich darf noch nicht mit Füller schreiben, aber dann hat es doch geklappt, aber ich kann besser mit Bleistift schreiben. Mit Füller ist es noch nicht so gut, weil wir erst angefangen haben. Ja. Und wenn man ein bisschen weitergeht, vielleicht funktioniert es dann schon besser, wenn man ein bisschen das gelernt hat. Ganz bestimmt. Mhm. Und es ist aber auch gut, wenn du der Jesus um Hilfe bittest, dann geht es bestimmt schneller gut. Mhm. Super. Und bei dir, Reini? Ja, ich bin ja schon ein großes Kind, aber nichtsdestotrotz braucht man Jesus ja immer. Mhm. Und ich gehe nicht mehr in die Schule, aber auf die Arbeit. Und auf der Arbeit ist es manchmal so, dass ich ganz viele Baustellen habe und immer gar nicht weiß, wie das gehen soll von... Wer kommt auf die Baustelle, wie funktioniert das? Und dann ist es immer super, wenn ich das alle Baustellen einzeln Jesus hinlege im Gebet. Und dann macht es Jesus irgendwie immer ganz toll, dass das alles wieder läuft. Und ich kann immer ganz getrost sein, wie die Baustellen sich dann immer entwickeln und wie das alles läuft. Und da bin ich Jesus immer dankbar. Und da sehe ich ihn auch nicht, aber er ist da und jongliert alles so, dass es wieder passt zum Jahresende. Und da bin ich immer so dankbar und erstaunt, wie das geht. Schön. Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, ich bete mal noch für uns, ja? Jesus, wir danken dir so sehr für diese biblische Geschichte davon, wie du den Diener geheilt hast. Und wir danken dir auch, dass du in unseren Problemen immer da bist und dass du uns hilfst in dem, was für jeden von uns am Tag so ansteht.
Ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist und dafür immer für uns da bist. Amen. Amen. Amen.